sondern man muss in den sozialen Medien unterwegs sein. Ne? Man muss mit witzigen Ideen, Posts, Videos muss man auf sich aufmerksam machen, so dass jemand, der vielleicht abends auf dem Sofa sitzt und so durch die sozialen Medien surft, dass er einfach mal die Aufmerksamkeit erregt und dann sagt er sich, ja, das hört sich ja alles ganz ganz nett an. Da gehe ich jetzt mal in Kontakt und wir haben die 59-Sekunden-Bewerbung. Also bei uns muss man nicht erst seine Unterlagen in Form bringen, sondern wenn man Interesse hat, kann man innerhalb von 59 Sekunden seine Daten eingeben. Wir führen dann sehr schnell ein erstes Telefonat und wenn der Interessent, wenn wir beide der Meinung sind, wir sollten einfach mal ein intensiveres Gespräch führen, dann sollten halt ein paar Unterlagen aufbereitet werden. Aber so wie wir beide das noch aus unserer Jugend kennen, dass man noch zum Fotografen gehen musste und seine Unterlagen in Form brachte, so ist es heute nicht mehr. Also das heißt, wer heute nicht sucht, der ist auch nicht bereit, da seine Unterlagen so umfangreich aufzubereiten. Das heißt, man muss die Sache dem Bewerber einfach machen.